Wir versuchen, Hannes Wader zu begleiten, weil er im Berliner Leben zwischen der offiziellen Kultur und der stark politisierten Subkultur doch einen besonderen Platz einnimmt. In seiner Charlottenburger Ladenwohnung schreibt Hannes Wader Lieder voller skurriler Begebenheiten. Und es scheint auf den ersten Blick, als sei er ein verstaubter Bänkelsänger. Allmählich aber rückt Hannes Wader mit Konzepten heraus, mit Plänen und Wünschen. Seine Vorstellungen von Gesellschaftsreform, von Sozialismus mag er nicht in Pamphleten oder Flugblättern artikulieren. So versucht er, durch eine detaillierte Darstellung einzelner Vorgänge Kritik zu üben. Lehren findet man kaum, aber dazu sagt Hannes Wader, ich muss ja selbst noch lernen. Und dann sagt er, verschmitzt, aber ernst gemeint, doch noch so etwas wie einen Kernspruch, eine Lehre. Kunst erscheint mir als eine Frage des Rahmens. Wenn ich auf der Bühne singe, dann ist es Kunst. Und wenn ich dieselben Lieder in der Kneipe singe, dann ist es Vierlefanz. Ich singe auch lieber in der Kneipe. Das Bier in dieser Kneipe schmeckt mir nicht mehr. Ich käme am liebsten gar nicht mehr her. Außerdem weiß ich, und nicht erst seit heute, ich kenne hier die falschen Leute. Einer sitzt jeden Abend hier, hat nie einen Pfennig Geld in der Tasche. Dann bittet er jeden, das ist seine Masche, um einen Groschen, schon hat er sein Bier. Bei den Mädchen geht er ähnlich vor, tätschelt hier ein Gesäß, gibt dort ein Küsschen, beißt da in ein Ohr, von allem ein bisschen. Reicht das noch nicht aus, macht er noch mal die Runde und verschafft sich so manche glückliche Stunde. Das Bier in dieser Kneipe schmeckt mir nicht mehr, ich käme am liebsten gar nicht mehr her. Außerdem weiß ich, und nicht erst seit heute, ich kenne hier die falschen Leute. Ebenso oft kommt einer rein, der hat nur noch drei Haare. Und die wickelt er sich um seinen Kopf fünfmal oder mehr, weil er glaubt, noch zu jung für eine Glatze zu sein. Bei den Mädchen fängt das ähnlich an. Er wickelt, so sagt er, die jungen Dinger, glaubt fest daran, nur so um den Finger. Warum soll's nicht stimmen, man weiß ja nie. Selbst die feuchteste Hand findet mal ein Knie. Das Bier in dieser Kneipe schmeckt mir nicht mehr. Ich käme am liebsten gar nicht mehr her. Außerdem weiß ich, und nicht erst seit heute, ich kenne hier die falschen Leute. Ich selbst lasse mich hier nur noch selten sehen. Ich trinke lieber zu Hause mein Bier. Dort sitze ich und arbeite an mir. Sogar meine Nachbarn finden das schön. Mit den Mädchen hier rede ich sowieso nicht mehr. Ich halte mich da schon lieber an eine. Die hat zwar Charakter, aber leider krumme Beine. Doch lässt sich alles, und an mir soll's nicht liegen, wenn man weiß, was man will, gerade biegen. Das Bier in dieser Kneipe schmeckt mir nicht mehr. Ich käme am liebsten gar nicht mehr her. Außerdem weiß ich, und nicht erst seit heute, ich kenne hier die falschen Leute. Sport finde ich fantastisch. Der Sport hat ja viele große Sänger hervorgebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich als Sänger in der Fußballnationalelf qualifizieren könnte. Man kann ja klein anfangen, so als Mittelstürmer oder so.